Zuschauer. 22.15 Uhr haben wir es heute Abend. Donnerstag, live und in Farbe, das zweite deutsche Fernsehen. Dem Regisseur Dieter Wedel werfen mehrere Schauspielerinnen vor, sie belästigt, gemobbt oder gar vergewaltigt zu haben. Eine der Frauen ist heute Abend bei uns. Die Vorwürfe öffentlich gemacht hat die Wochenzeitung Die Zeit. Ihr Chefredakteur sitzt ebenfalls in der Runde. Warum er die Berichte der Frauen gedruckt hat, obwohl Dieter Wedel alle Vorwürfe bestreitet, das werden wir ihn gleich fragen. Und wenn zutrifft, was die Frauen sagen, wer hätte davon wissen müssen? Und warum hatte das im Film- und Fernsehgeschäft so lange keine Konsequenzen? Und was hat das alles eigentlich mit dieser sogenannten MeToo-Debatte zu tun? Ist sie wirklich ein wirksames Mittel gegen sexualisierte Gewalt überall in unserer Gesellschaft? Wir müssen reden mit diesen Gästen. Benjamin Benedikt, der Filmproduzent, sagt: Es gab damals einen Geniekult um Dieter Wedel, aber offenbar gab es kein Korrektiv. Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit, sagt: Schauspielerinnen waren schutzloser als Frauen in anderen Branchen. Das zeigen unsere Recherchen. Svenja Flasspöhler, die Journalistin und Philosophin, kritisiert die Berichterstattung. Die Vorverurteilung von Wedel basiert auf Anklagen von wenigen. Patricia Thielemann, die ehemalige Schauspielerin, wirft Dieter Wedel vor, sich sexuell belästigt zu haben. Mein Schritt soll anderen Frauen Mut machen, sich zu wehren. Die Feministin und Autorin Anne Wiezorek stellt fest: Sexismus betrifft uns alle. Das ist keine Generationenfrage. Und Thomas Bellut, der ZDF-Intendant, sagt: Wir müssen dafür sorgen, dass unser Arbeitsumfeld frei ist von Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt Sie sehr herzlich in dieser Runde, liebe Zuschauer. Tja, Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit. Ihre Zeitung ist es, die diese Vorwürfe gegen Dieter Wedel öffentlich gemacht hat. Er setzte sich rittlings auf mich, packte meinen Kopf bei den Haaren und schlug ihn immer wieder aufs Bett. Einmal auch an die Wand und dann einmal auf die Bettkante. Er hat mir ins Gesicht gespuckt, seinen Speichel wieder abgeschleckt und gesagt: Wenn du mich küsst, kriegst du Schokolade. Er hat mich mit Wucht gepackt und gegen die Wand gepresst. Er hat mich angeschrien, ich wisse doch, wer er sei. Wer eine Rolle bei ihm wolle, müsse auch etwas dafür tun. Ich hätte schon Karate können müssen, um da wieder rauszukommen. Ich weiß nicht mehr, wie meine Kleidung von mir kam. Ich weiß nur noch, dass ich wimmerte und es so schmerzfrei wie möglich über mich ergehen lassen wollte. An einen absurden Satz von mir erinnere ich mich noch: Bitte machen Sie mir kein Kind. Giovanni Di Lorenzo, 4 Frauen treten namentlich auf. Patricia Thielemann sitzt heute in dieser Sendung. Andere kommen anonym zu Wort. War es die schlichte Zahl der potenziell missbrauchten Frauen, die sie zur Veröffentlichung bewogen hat? Auch. Sie haben es gerade erwähnt, 7 Fälle bislang dokumentiert und vor allen Dingen recherchiert. Wir haben bis heute Kenntnis von 22 Fällen. Der andere Grund war, dass wir, wie es auch die Gerichte festgestellt haben, die Zivilgerichte, natürlich versucht haben, alles, was man überprüfen kann, zu recherchieren. Es waren insgesamt 160 Menschen, die mit den Vorwürfen aus dieser Zeit was zu tun hatten. Dann haben wir das gemacht, was jeder aus seinem beruflichen und privaten Umfeld auch kennt, nämlich uns beraten, ob die Zeuginnen, die Opfer glaubhaft sind. Das waren sie in unseren Augen. Und dann erst haben wir uns entschieden, nach Wochen und Monaten der Recherche mit der ersten Geschichte herauszukommen. Mhm. Gehen Sie mit einer solchen Verdachtsberichterstattung nicht doch ein zu hohes Risiko ein, im Grunde für alle Beteiligten? Doch, Verdachtsberichterstattung. Wir wissen vor allen Dingen, es gibt Verdachtsberichterstattung und Verdachtsberichterstattung. Der Vorwurf der sexuellen Gewalt, gar der Vergewaltigung, ist einer der schlimmsten, die man erheben kann. Und deswegen ist man geradezu gezwungen, ist auch eine Frage des Anstands,
zu schauen, dass man es so gründlich es nur irgendwie geht, tut. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder auch Leute, die Gegenstand einer Verdachtsberichterstattung waren, versucht, in Schutz zu nehmen. Etwa Kachelmann, der wirklich das gezielte Opfer war einer Frau, die ihm etwas angedichtet hat. Nur dieser Fall lag dann völlig anderes und daran hing, und das war dann auch die gesellschaftliche Dimension, daran hängt und hing die Frage, warum erst so spät? Und warum konnte der, obwohl so viele Kenntnis hatten und so viele am Set das mitbekommen haben, warum ist das so lange gedeckt und geschützt worden? Patricia Thielemann, Sie sind eine erfolgreiche Unternehmerin heute. Sie sind Yogalehrerin und waren Schauspielerin. Und Sie haben sich entschlossen, in der Zeit Ihre Erfahrungen mit Dieter Wedel mitzuteilen. Und auch da hören wir kurz rein. Sobald die Tür hinter mir zufiel, veränderte sich Wedels Gesicht vollkommen. Ohne Vorwarnung habe er sie bedrängt, ihre Bluse aufgerissen und versucht, sie rückwärts auf die Couch zu werfen. So habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich gehe lieber. Da habe ihr Wedel den Hals zugedrückt und gebrüllt, wie doof sie eigentlich sei. Er könne ihre Karriere starten oder sie zerstören. Sie sei schließlich mitgekommen. Ich bekam große Angst und wehrte mich mit aller Kraft. Es sei ihr gelungen, ihn im Gesicht zu kratzen und sich ihm zu entziehen. Außer den direkt Betroffenen war niemand dabei. In den meisten Fällen sind diese Delikte sicherlich auch verjährt. Warum, Patricia Thielemann, sind Sie an die Öffentlichkeit gegangen? Ich hätte mich damals nicht getraut, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil mir sowieso niemand geglaubt hat. Ich war eine junge Schauspielerin und das hätte meine Karriere kaputt gemacht, das hätte ich mich nie getraut. Und warum ich es jetzt getan habe, hat folgenden Grund. Ich wollte den Frauen damit Rückendeckung geben, weil heute, wo ich in einer ganz anderen Position bin, wo ich unabhängig bin, schon lange nicht mehr in der Filmbranche tätig, kann ich ganz anders darüber sprechen. Und so geht es mir nicht um Vergeltung, sondern es geht mir darum, diesen Frauen zu zeigen, dass sie Unterstützung brauchen. Und deswegen habe ich es gemacht. Wie sind die Reaktionen nach der Veröffentlichung gewesen? Das war wirklich erschütternd, weil wir so viel Gegenwind geerntet haben. Und selbst wenn ich, die sich in einer privilegierten Position befindet, ständig an den Pranger gestellt wird, wenn wir von Dieter Wedel, die Gianni Tempel und ich, Unterlassungsklagen damit gedroht wird und wir auf Facebook einen Shitstorm enden, ständig in den Medien kritisiert werden. Das war eine verdammt schwere Zeit und es zeigt auch auf, dass diese Debatte dringend geführt werden muss, weil wenn selbst Frauen wie mir nicht geglaubt wird, wie sollen sich Frauen, die in dem Beruf noch arbeiten, jemals an die Öffentlichkeit trauen? Dieser Vorwurf wird wahrscheinlich ein Vorwurf bleiben. Er wird nie entkräftet, vielleicht auch nie bestätigt werden. Macht Ihnen das Sorge, dass es diese Form von Wahrheit und Wahrheitsfindung nicht mehr geben kann? Es sind ja nun doch so viel mehr Frauen an die Öffentlichkeit gekommen. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste dabei, dass Gott sei Dank auch, als es starken Gegenwind gab, die Zeitjournalistinnen am Ball geblieben sind und diese ganzen Fälle gefunden haben. Und so kommt die Wahrheit mehr und mehr ans Licht. Und es ändert sich dadurch auch was in unserer Gesellschaft. Und das ist mir wichtig, dass es hoffentlich morgen solche Frauen vom Missbrauch nicht mehr geben wird. Und dafür sitze ich heute hier. Und dafür sind wir dankbar. Dieter Wedel bestreitet natürlich ausdrücklich diese Anschuldigungen, und zwar komplett. Wenn eine Schauspielerin bereit war, aus privaten Gründen mit mir auf ein Hotelzimmer zu gehen, habe ich sie nicht physisch bedrängt oder belästigt oder gar versucht, sie in irgendeiner Form zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Svenja Flaßpöhler, Sie sind Chefredakteurin des Philosophischen Magazins. Da steht Aussage gegen Aussage. Ist Ihre Befürchtung, dass im öffentlichen Raum im Grunde ein Gerichtssaal entsteht?
Ja, das ist meine Befürchtung tatsächlich. Also ich fühle mich in die Rolle der Richterin gedrängt. Ich will die aber nicht annehmen. Ich will weder über Frau Thielemann richten, noch will ich über Herrn Wedel richten. Ich kann es nicht. Ja? Ich habe natürlich jetzt diese Informationen, aber ich kann darüber nicht richten. Und was ich mich aber vor allem auch frage, ist, wie exemplarisch dieser Fall, der vor 30 oder 20 Jahren oder diese Fälle, die vor 20 oder 30 Jahren stattgefunden haben, wie exemplarisch sind die denn für unsere jetzige, heutige Gesellschaft? Das, finde ich, ist die ganz entscheidende Frage, weil das Bild, was doch eigentlich auch durch die MeToo-Kampagne oder Bewegung entsteht, ist doch, dass sozusagen die Dieter Wedels an jeder Ecke sitzen, ja, in Machtpositionen sitzen, Frauen bedrängen, Frauen nötigen, Frauen gar vergewaltigen und Frauen eigentlich keine andere Chance haben, dieser Macht ausgeliefert sind und jetzt die Öffentlichkeit quasi zu Hilfe rufen müssen. Und da würde ich sagen, dieses Bild ist nicht nur falsch, sondern es ist auch gefährlich. Warum ist es gefährlich? Weil es vor allem auch den Frauen überhaupt nicht nützt, ja? Weil dadurch die Frauen in eine unglaublich infantile Rolle eigentlich gedrängt werden, nämlich einer Spezies sozusagen, die sich selber nicht wehren kann, die sich selber nicht schützen kann. Ich rede jetzt nicht von Vergewaltigung oder von Nötigung, wo Frauen wirklich keine Möglichkeit haben. Aber das Entscheidende ist doch, dass diese MeToo-Bewegung ganz heterogene Fälle unter sich fasst. Ja? Das ist eine wahnsinnige Verallgemeinerung, die schon in dem Claim MeToo deutlich wird. Ich auch. Ja, was denn ich auch? Wird mir irgendein Dirndlspruch reingedrückt oder wird mir auf den Hintern gefasst oder werde ich vergewaltigt? Ja, das sind alles sehr, sehr unterschiedliche Fälle. Sie sagen, da wird zu viel über einen Kamm geschert? Ja, und es gibt Situationen, wo Frauen natürlich eine Handlungsmöglichkeit haben, wo sie sich wehren können. Ja? Und da muss man doch ansetzen. Man muss Frauen in die Selbstermächtigung bringen. Man muss sie zur Selbstbestimmung erziehen. Aber man muss doch jetzt nicht nach einem stärkeren Staat rufen und nach noch schärferen Gesetzen und eine Politik der Abschreckung fahren. Interessante Position. Darüber werden wir gleich diskutieren. Bei uns in der Runde sitzt Benjamin Benedikt, einer der erfolgreichsten Produzenten dieses Landes, unter anderem Unsere Mütter, Unsere Väter, Der Turm, Kudamm 56. Das haben sie alles produziert. Jetzt heißt es überall in der Branche, Herr Benedikt, dass man von diesem Machtmissbrauch und diesem mitunter tyrannischen Verhalten von Dieter Wedel immer gewusst habe und dass es ein Schweigekartell gegeben habe. Was haben Sie gewusst? In dem Fall habe ich nichts gewusst, muss ich sagen, weil ich allerdings auch in der Position bin, dass ich 20 Jahre später, glaube ich, in die Branche gekommen bin. Also ich bin eine andere Generation. Das ist, weiß Gott, das ist auch ein Thema, jetzt nicht alleine Generationenfrage, aber es hat womöglich schon auch damit zu tun, wie sich Machtverhältnisse und Fragen und auch Einstellungen zu Arbeitsformen ändern dabei. Ich habe das kurz erwähnt, es gab einen in meinen Augen vollkommen falschen Geniekult mitunter, wo Künstler im Namen sozusagen ihrer künstlerischen Qualität oder Exzellenz oder auch des Erfolges eine Art von Verhalten womöglich zugestanden wurde. Das ist in meinen Augen nicht mehr die Art, wie heute Filme gemacht werden dabei. Ne? Und warum sagen dann trotzdem heute alle, wir haben es gewusst? Und warum melden sich heute große Produzenten und sagen, eigentlich wusste das die gesamte Branche, dass der auch ein Tyrann sein konnte? Ist das irgendwie Heldentum nach Ladenschluss? Nee, das ist es nicht. Ich glaube, es ist ja in der Tat spannende und auch sehr wichtige Frage, warum es so lange jetzt gedauert hat. Ne? Und da gab es verschiedene Sachen meiner Meinung nach zu sagen, die sehr wichtig sind. Zum einen, es wurde mitunter gesagt, es sei eine Art von Vorwürflichkeit, dass man sagt, es hat so lange gedauert, warum hat sich jemand nicht früher gemeldet? Ich bin der Meinung, niemand, der nicht selber Opfer sexueller Gewalt war, kann überhaupt ermessen, aus welchen Gründen heraus ein so langes Schweigen und nicht zur Sprache bringen stattgefunden hat. Also ich maße mir das nicht an und finde es hochproblematisch, das zu verurteilen in irgendeiner Art und Weise. Ich folge auch jetzt den Ermittlungen der Zeit, die ich als Leser lange und im großen Vertrauen und auf ihre journalistischen Standards sozusagen lese, genau wie ich die New York Times, die es war, und der New Yorker, die Weinstein-Debatte sozusagen initiiert haben. Die Frage, was an dem Schweigen... Es ist sehr lieb, dass Sie das sagen, nur wir ermitteln nicht. Das machen Justizbehörden und... Nein, aber die Untersuchung... Ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil darum geht ja ein bisschen auch die Debatte. Absolut. Das ist auch ein wichtiger Punkt, auch das ist zu sagen. Das sind Dinge, die mitunter, in der Tat jetzt auch von mir, vermengt werden. Nämlich einerseits, was ist eine juristische Ermittlung und welchen sozusagen Regeln folgt sie? Und das andere, was ist eine journalistische Recherche? Aber dieser Recherche habe ich in dem Fall vertraut. Und das, was ich da gelesen habe, hat mich erschüttert. Und so geht es sehr, sehr vielen in der Branche dabei. Und das stellt natürlich die Frage, warum hat wer geschwiegen oder nicht? Ja, also das ist ja auch das Thema,
worauf Sie hinaus wollen. Es gibt die Frage, dass an einem Bösen nicht nur der schuld ist, der es tut, sondern auch die, die es nicht verhindern. Das hat Kästner mal geschrieben. Und auch die Frage muss sich natürlich die Branche stellen. Thomas Bellut ist bei uns, der Intendant des ZDF. Herr Bellut, das ZDF hat viele Produktionen mit Thomas Wedel gemacht, weil er ein Quotengarant war, weil er vielleicht ein Genie war. Kannten Sie ihn persönlich? Ja, ich habe ihn kennengelernt, als ich Programmdirektor des ZDF wurde. Und es war ein interessanter Gesprächspartner, charismatisch, intelligent, begabt. Und er galt in der Zeit, das ist ungefähr 16 Jahre her, als wirklich ein begnadeter Regisseur, der aus allen Themen was machen konnte. Mhm. Die Aura des Erfolgs umwehte ihn bei dem Gespräch. Mhm. Als ich dann den Bericht in der Zeit gelesen habe, den Bericht 1, war ich doch erschrocken darüber und dachte auch, es gilt die Unschuldsvermutung für jeden. Ja. Die Fülle dieser Berichte, die in der Zeit dann standen, machen es aber auch zwingend erforderlich für mich. Wir sind ja auch für die Schauspielerin verantwortlich, zu gucken, was ist eigentlich da passiert in der Zeit. Sie waren Programmdirektor, Sie haben das angesprochen. Ihnen ist nie von der Art und Weise zu arbeiten irgendetwas zu Ohren gekommen? Nein, auch nicht denen, die sich mit diesen Filmen beschäftigt haben. Nichts. Wir haben dann natürlich sofort nachgefragt. Wir untersuchen das jetzt noch genauer. Schriftlich haben wir nichts gefunden, etwa vergleichbar zum saarländischen Rundfunk. Die was gefunden haben? Die haben was gefunden haben. Weil sie anders als Sie auch Akten in vollständiger Anzahl offenbar noch hatten. Ich weiß nicht, warum das da nicht zu finden war. Trotzdem bin ich darüber noch nicht beruhigt. Wir haben versucht, das jetzt weiter zu untersuchen. In einigen Tagen werden wir soweit sein. Wenn wir was finden, werden wir das natürlich transparent machen. Aber vor allem haben wir deutlich gemacht, dass wir wissen wollen, was passiert ist. Mhm. Und wir haben jetzt intern ein Instrumentarium, Diskriminierungsbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, da tauchen immer wieder in einem Unternehmen mit 5.500 ständig Beschäftigten Fälle auf, um die wir uns kümmern. Und zwar ohne, dass irgendetwas unter den Teppich gekehrt wird. Offenkundig ist dieser Bereich der Produktion, wir geben ja Aufträge an die Produktionsfirmen, wir sind beide verantwortlich für das, was da passiert. Dieser Bereich war unbeobachtet, offenkundig. Mhm. Deswegen unsere Bekanntgabe, wir wollen es wissen, hat schon zu ersten Mails an uns geführt, auch von Schauspielerinnen, die sagen, sie möchten anonym bleiben, möchten aber genau berichten, was in der Zeit passiert ist. Und zwar mit dem Ziel, das hier auch beschrieben worden ist, wie kann man verhindern, dass so etwas passiert. Und ich glaube, das, was wir intern haben, Frauen, die sich darum kümmern, um das Thema, ist der beste Schutz, dass so etwas auch in den Firmen passiert. Und da haben wir eine gemeinsame Aufgabe mit den Produktionsfirmen, das Wer zu lösen. Hat was gewusst? Die Recherchen begannen beim Saarländischen Rundfunk. Das ist gerade schon angeklungen, wo man unter anderem auch Arztberichte der Frauen gefunden hat. Das ZDF verspricht jetzt auch eine lückenlose Aufklärung. Das heißt, da wird seit 4 Wochen recherchiert? Seit Anfang Januar, seit die erste Berichterstattung in der Zeit war. Und nochmal, es gibt im Augenblick keine Ergebnisse. Wenn es dabei bleibt, heißt es trotzdem, dass wir uns die Frage stellen müssen, weshalb ist das nicht beachtet worden. Wir wissen alle, ein Set bei einem Film, das ist keine kleine Veranstaltung, das ist eine große. Das sind Dutzende von Menschen, die dort sind. Und wenn so offenkundige, sag mal, Diskriminierung anmachen oder auch Schikanen ja, gegenüber Frauen waren, warum hat keiner gesagt, Schluss, das mache ich nicht mit. Auch keiner, nicht mehr von den Umstehenden. Warum greift keiner zum Telefon und sagt Bescheid? Ich glaube nicht, dass es daran lag, dass nur Männer in Führungspositionen waren. Das stimmt übrigens nicht. Es waren damals viel mehr Männer in Führungspositionen als heute. Es hat sich einiges geändert. Aber es gab nicht das Vertrauen offenkundig bei den Opfern, sich zu melden. Mhm. Anne Wieczorek sitzt neben Ihnen. Publizistin, Journalistin und Begründerin von Hashtag Aufschrei. Sie sind eine Kämpferin für die Rechte der Frauen. Ist es in Ihren Augen jetzt gut oder schlecht, dass wir in diesem Ausmaß über den Fall Dieter Wedel reden?
Beides, weil wir natürlich einerseits damit jetzt wieder neuen Schwung in die deutsche Debatte gebracht haben. Wir haben ja schon einen krassen Unterschied gesehen zu, wie die zum Beispiel in den USA geführt wurde und wie es in Deutschland passiert ist. Ich finde, in Deutschland sind wir sehr schnell in dieses Fahrwasser gekommen. Was dürfen denn Männer jetzt überhaupt noch, wenn diese ganze sexualisierte Gewalt plötzlich wegfällt? Was total absurd ist, aber was insofern auch nicht neu ist. Das haben wir bei der Aufschreidebatte vor 5 Jahren auch schon gesehen. Das ist eh sehr typisch für die Sexismusdebatte. Das Risiko, was ich jetzt aber sehe, ist, dass wir dann auch kleben bleiben bei Einzelfällen wie Dieter Wedel, anstatt tatsächlich über ja, das strukturelle Problem Sexismus und sexualisierte Gewalt als ein Symptom davon zu sprechen. Denn die Zahlen in Deutschland sprechen eigentlich auch für sich. Jede zweite Frau hat schon sexuelle Belästigung erlebt. An allen möglichen Orten passiert das. Jede siebte hat schon eine Vergewaltigung erfahren müssen. Und wir wissen, im Grunde sind die Dunkelziffern sowieso noch mal höher. Also das reale Ausmaß sexualisierter Gewalt, das ist uns ja noch gar nicht mehr klar als Gesellschaft. Geschweige denn, dass wir eine Möglichkeit haben oder überhaupt auch über Lösungen sprechen, wie wir dem jetzt begegnen müssen. Wir versuchen auch das hier. Zum Fall Dieter Wedel gilt natürlich noch zu sagen, dass es nicht nur Ankläger gibt, sondern logischerweise auch Verteidiger, die sich zu Wort melden. Ich denke, Dieter Wedel hatte es nicht nötig, eine Frau gegen ihren Willen ins Bett zu bekommen. Außerdem meine ich, dass jede Frau, wenn sie nicht gerade sehr jung und unerfahren ist, weiß, wie sie sich zu wehren hat. Es gab sehr viele Gerüchte über Affären, aber ich habe nie etwas über sexuelle Übergriffe gehört oder derartiges gesehen. Ich weiß allerdings nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert ist. Wedel ist ein großer Frauenliebhaber und die Frauen waren ihm nie abgeneigt, haben sich bisweilen äußerst aggressiv an ihn rangemacht. Frau Wiezorek, wir wissen, es ist nichts bewiesen. Sollte sich am Ende herausstellen, dass Dieter Wedel unschuldig ist, würde das in Ihren Augen ein salopp formuliert verschmerzbarer Kollateralschaden im feministischen Befreiungskampf sein? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man an dem Punkt gerade noch glauben kann, dass er das nicht getan hat. Ich habe keinen Anlass, den betroffenen Frauen nicht zu glauben. Ganz im Gegenteil, ich finde das sehr, sehr mutig, was Frauen wie Frau Thielemann getan haben. Und ich glaube, es ist auch umso wichtiger, dass es auch wirklich, wie Sie es ja auch beschrieben haben, als Signal an andere betroffene Frauen geht, klar die Möglichkeit zu haben, du darfst dir Hilfe suchen, du bist vor allem nicht allein mit diesem Problem. Denn dieses Stigma, was daran klebt, sexualisierte Gewalt erfahren zu haben, und das ist jetzt auch erstmal geschlechtsunabhängig, das ist immer noch enorm groß. Und solange wir in einer Gesellschaft leben, wo das der Fall ist, ist überhaupt nichts in Ordnung. Und ich weiß auch nicht, in welcher Gesellschaft dann Frau Flasspöhler lebt, tut mir leid. Die Realität ist schlichtweg eine andere. Und wir haben auch einfach eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, das entsprechend anzugehen. Also und dann ist sie gleich dran. Ja. Die Frage ist natürlich auch, darf man über einen solchen Fall wie den von Dieter Wedel jetzt in dieser Form berichten? Eine Autorin schreibt, wolle man die Strukturen sexualisierter Gewalt aufbrechen, komme man nicht darum herum, auch Namen zu nennen. Würden Sie sagen, das stimmt? Natürlich muss man auch Namen nennen, aber das Problem ist doch einfach in dieser Debatte, dass die ganze Zeit der Diskurs über Bande gespielt wird. Es wird die ganze Zeit die Öffentlichkeit bemüht, auch in Fällen, und da würde ich jetzt Ihnen auch wirklich noch mal widersprechen oder da würde ich eine Differenzierung erwarten von Ihnen. Was definieren Sie als sexuelle Gewalt? Ja. Ich spreche von sexualisierter Gewalt. Das ist ein Spektrum. Genau. Und da und letztendlich diese Vermengung, die Sie immer beklagen, sage ich jetzt mal, die machen Feministinnen zum Beispiel überhaupt nicht. Wir sprechen immer davon, es ist ein Spektrum. Aber das Problem ist nicht, wir dürfen nicht erst an dem Punkt, wo es um eine Vergewaltigung geht, darüber reden dürfen. Wir müssen auch alles, was schon davor kommt, genau, ansprechen dürfen, auch wenn es nicht strafbar ist. Ja, aber das ist ein gesellschaftliches Problem. Also. Das sind jetzt sehr, sehr viele Punkte. Ich würde erst mal gerne sagen wollen, dass wenn diese ganze Bewegung MeToo und die ganze Debatte dahin führt, dass tatsächlich Frauen in eine aktive Rolle kommen. Das sind Sie doch schon. Sie Moment, sprechen darüber. Moment, nee, aber konkret in den Situationen, darauf kommt es mir an. Lassen Sie mich mal ausreden. Konkret in den Situationen, weil was doch jetzt passiert ist, dass selbst in Situationen, wo potenziell die Möglichkeit
da ist, sich zu wehren und klar Haltung zu zeigen und klar zu sagen, das will ich nicht, das möchte ich nicht. Sie haben genau auch schon die Berichte der Frauen gelesen, genau die sich gewehrt haben und wo es auch nichts gebracht hat, wo ihnen auch nicht geglaubt wurde, trotzdem. Das Bild, was im Moment in dieser MeToo-Debatte reproduziert wird, ganz stark, ist das Bild einer passiven Frau, die rein reagiert auf einen allmächtigen Phallus. Ja? Das heißt, da wird ein Frauenbild reaktiviert aus dem wirklich das aus dem 19. Sie gerade, aber die Lassen Frauen, Sie mich doch mal ausreden. Aus dem 19. Jahrhundert, ja, wo wirklich die Frau, es geht nie um das weibliche Begehren, es geht nie um die weibliche Lust. Es ist alles bezogen auf den Mann. Das ist ein Strukturmoment dieser Debatte. Und was ich fordere, ist, dass wir uns wirklich, das Patriarchat ist zu Ende, die patriarchalen Phantasmen aber, die wirken weiter in unseren Köpfen, auch in den Köpfen der Frauen. Und was ich doch beobachte, ist, dass Frauen sich auch in Situationen, wo sie sich wehren könnten, wo sie sich verhalten könnten, wo sie klar Kante zeigen könnten, oft, und da will ich mich gar nicht ausschließen, oft ganz seltsam still sind. Ja, ganz seltsam still sind. Da schüttelt Frau Wiczorek den Kopf. Und vielleicht fragen wir mal Frau Thielemann. Frau Thielemann, glauben Sie, dass Frauen heute mutiger sind, wenn sie sehen, was alleine aus der Schilderung ihrer Geschichte geworden ist? Glauben Sie, dass heute Frauen grundsätzlich damit anders umgehen, weil sie selbstbewusster sind? Das denke ich schon. Und es ist aber auch wichtig, dass den Frauen Gehör geschenkt wird und dass sie eben nicht gleich verurteilt werden, wenn sie mit ihren Missbrauchsgeschichten an die Öffentlichkeit gehen. Und ich widerspreche Ihnen. Ich finde, es gibt viele Frauen, die jetzt aufstehen. Und wir würden die Debatte heute gar nicht führen. Und es ist wichtig, dass wir sie nicht auf einer Metaebene führen, sondern das ist ganz konkret an so einem Fall wie Dieter Wedel festgemacht wird. Kann man ausgerechnet, Giovanni Di Lorenzo, den Frauen diesen potenziellen, mutmaßlichen, nicht potenziellen, sondern mutmaßlichen Opfern zum Vorwurf machen, dass sie sich erst jetzt melden, dass sie sich so spät melden, wo es im Grunde in den meisten Fällen nicht mehr möglich sein wird, das zur Anklage zu bringen? Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, dass wir kein Recht haben, das zu beurteilen, was jemand empfindet und wie lange er braucht, bis er darüber reden kann, der Opfer eines Missbrauchsfalls geworden ist. Ich muss aber selber gestehen, dass ich große Schwierigkeiten gehabt habe, vor dieser Recherche zu verstehen, warum die Frauen so lange gewartet haben. Jetzt im Lichte dieser Recherchen und wenn ich mir manche Reaktionen anschaue, kann ich es gut verstehen. Wir haben ja, es war ja nicht so, dass diese Dinge, die wir beschreiben, auch wenn sie sehr lange zurückliegen, dass die heimlich geschehen sind. Natürlich, beim Missbrauch selber ist niemand dabei. Das ist ein Kennzeichen fast aller Missbrauchsfälle. Aber eins der Opfer, die finde ich auch besonders grauenvoll schildert, was ihr widerfahren ist, die ist ja noch am Stunden danach ist sie schon gegangen zu ihrer größten Vertrauten und hat ihr das erzählt, was ihr passiert ist. Sie war verletzt nach diesem mutmaßlichen sexuellen Übergriff. Alle haben es mitbekommen, sie fiel aus. Und keiner, auch nicht die engste Vertraute, hat den Mut gehabt zu sagen, dann steige ich aus oder zeige dich an. Das hat sie selber dann über einen Anwalt, hat sie Wedel kontaktiert, hat ihn mit dem Vorwurf konfrontiert und mit den ärztlichen Attesten. Und was passierte? Verzeihung. Sie bekam selber Post vom Anwalt von Wedel. Und da wurde die sogenannte Verteidigungsstrategie schon sichtbar. Nämlich, dass sich diese Verletzung zugezogen hat bei dem Versuch, die Zudringlichkeit Wedels, die Zudringlichkeiten dieser Schauspielerin abzuwehren. Und niemand hat sie ermutigt. Niemand hat ihr gesagt, wir stehen hinter dir. Sie sagt selber, ich war 24, ich hatte keine Kohle. Was sollte sie machen? Und auch die Frauen, die sich heute so lange danach outen mit diesen Geschichten, was für Vorteile haben sie denn davon? Die meisten davon sind gar nicht mehr im Geschäft. Im Gegenteil, sie haben auch wegen dieser Erfahrung sich zurückgezogen. Sie laufen Gefahr, dass alles, was sie bis dahin gemacht haben, immer nur gesehen wird auf der Folie dieses einen Outings, wo sie einen Missbrauchsfall schildern. Sie haben, auch das finde ich eine ungeheure Verdächtigung, sie haben keinen Pfennig Geld bekommen. Es hat auch niemand danach verlangt. Also, da sage ich auch, das dürfte... Auch weil jetzt sie, rund um Ihre Recherchen wollten Sie unbedingt noch mal sagen. Jemand, der das getan hätte,
den hätten wir als Zeugen nicht mehr oder nicht mehr in Betracht gezogen. So, was heute natürlich schlaue Menschen sagen, Frau Thielemann, ist, wenn Sie damals gleich zu einem Staatsanwalt gegangen wären, wenn Sie das sofort zur Anzeige gebracht hätten, wie viele Frauen hätte man dann vor einem ähnlichen Schicksal bewahren können? Nochmal die Frage nach dem Mut. Sind Frauen heute mutiger? Wären Sie damals gerne mutiger gewesen? Das wäre ich, aber ich glaube, die Umstände waren nicht dafür da, das zu sein. Und ich bin froh, dass sich heute etwas ändert und dass wir ausgelöst durch die ganze MeToo-Debatte, dass jetzt sich etwas ändert und wir können alle gemeinsam sehen, dass eben Beschwerdestellen eingerichtet werden, das, was unternommen wird. Und das ist doch das Wichtigste, dass wir jetzt konkret was tun. Also, Benjamin Benedikt, wie entstehen diese Systeme, wäre meine Frage. Wie entstehen diese Systeme der Ohnmacht, der Angst, des Nicht-Reden-Wollens, des Nicht-Helfen-Wollens, des Nicht-Parteiergreifens für ein mutmaßliches Opfer? Ja, es gibt aber leider mehrere Gründe in meinen Augen. Eins ist sicher eine Frage, wie ist ein allgemeines Klima und wodurch wird es auch verstärkt? Insofern ist es natürlich auch ein Zusammenhang, dass in Amerika es begann mit den Recherchen und andererseits es auch hier dazu geführt hat, es ist sicher auch ein anderer Umgang und ein anderes Verständnis, dass Opfer nicht isoliert werden oder erstmal per se in Frage gestellt werden, so sehr das hier jetzt trotzdem der Fall ist offensichtlich. Ich empfinde es so, dass sich da etwas verändert hat, auch in der Bereitschaft. Ich empfinde es so, dass ich auch was verändert hat in der Bereitschaft zu reflektieren, wie Systeme sind. Mhm. Und das eine ist ja, Machtmissbrauch findet eben da statt, wo Machtsysteme sozusagen uneingeschränkt sind. Und in meiner Wahrnehmung war es ganz sicher so, dass es zu der Zeit weniger Korrektive gab. Es gab weniger sozusagen Filter. Es gab eben auch nicht die Überzeugung, dass es Institutionen, Momente und Kommunikationswege geben muss, die zugänglich sind jenseits von diesen Machtinstrumenten. Und ich denke, das ist ein zentraler Moment gewesen, wenn ich mir auch die Recherchen anschaue. Dabei. Thomas Bellut, ist ein Fall Dieter Wedel heute noch denkbar in Ihren Augen? Ich könnte es klar verneinen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, dass die Hürden geringer sind, sich zu wehren. Das wurde ja vorhin auch angesprochen, dass Frauen sich dann eher bereit sind, sich auch direkt zu wehren gegen so etwas. Ich glaube aber nicht, dass man nie sicher, sein kann, ob es nicht solche Machtmissbräuche gibt. Darum handelt es sich ja am Ende. Denn wenn man die Macht hat, zum Beispiel berufliche Vorteile versprechen kann, hat man eine Druckposition und das kann es immer wieder geben. Aber es muss einfach möglich sein, so genau das zu betrachten, ja, dass es nicht passieren kann. Und ich glaube schon, dass wir auch die Firmen ermuntern können, sagt uns früh Bescheid. Ich glaube, der Punkt ist ganz wichtig. Je früher man es erfährt, desto schneller kann man eingreifen. Wenn es in die gerichtlichen Verfahren geht, wird es oft auch für die Opfer ein quälender Prozess. Ja? Oder wie Sie es beschrieben haben, es wird nicht einfacher dadurch. Wenn man es früh erfährt, kann man sofort eingreifen. Innerhalb unseres Hauses gelingt das jetzt sehr schnell. Ja. Und gab es in der Vergangenheit Fälle, wo das ZDF sehr schnell reagiert hat? Ja, sicher. Das sind Dinge, die wir natürlich nicht veröffentlichen. Auch die Täter haben dann einen gewissen Schutz. Ja. Aber die Opfer natürlich in erster Linie. Und es gibt dann Sanktionen, die reichen von Abmahnungen, Ablösung als Vorgesetzte bis hin zur fristlosen Kündigung. Nicht fassen kann ich, das war gerade ein Thema, auch als Arbeitgeber, die Anmache, die schlimme Bemerkung, die geschmacklose Bemerkung, ich glaube, da muss direkt sich gewehrt werden, ist meine Meinung. Aber sobald es zum Mobbing geht, zum Nachvollziehbaren, ja, man kann das dann an Mails auch sehen, auch an Verhalten, überzeugen, rekonstruieren, dann kann man es greifen. Und dann kann man Maßnahmen ergreifen, die tatsächlich auch helfen. Wie entstehen diese besonderen Schutzsysteme? Es hat sich in der Debatte auch die Familienministerin zu Wort gemeldet und macht den öffentlich-rechtlichen Sendern auch noch mal einen Vorwurf. Ich bin normalerweise vorsichtig mit solchen Worten, aber wenn sich die Anschuldigungen bestätigen, dann ist das ein Skandal, von dem sehr viele Menschen gewusst haben müssen. Das erweckt den Eindruck eines Schweigekartells. Ich erwarte hier gerade von den beteiligten öffentlich-rechtlichen Institutionen rückhaltlose Aufklärung. Das ist ein harter Vorwurf der zuständigen Ministerin. Ist das eine berechtigte oder eine unberechtigte Kritik? Sie ist auch Mitglied des ZDF-Fernsehrats, also ich werde Sie unmittelbar informieren können. Ich finde diese Kritik nicht berechtigt. Wir haben von Anfang an
darauf reagiert. Wir haben auch schon, als die MeToo-Debatte begann, natürlich Diskussionen geführt. Wir leben nicht isoliert, ja. Denn man möchte schon auch innerhalb einer Firma einen anständigen Umgang miteinander haben. Also war das nicht erforderlich. Die Berichte der Zeit waren natürlich noch einmal ein Ausrufezeichen, sich intensiv mit dem Feld außerhalb des ZDF, wenn wir Aufträge rausgeben, zu beschäftigen. Nochmal, das war sozusagen ein weißer Fleck auf der Landkarte. Natürlich hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute, aber auch meine Vorgänger, reagiert, hätten sie das zur Kenntnis genommen. Väter sind Männer in Führungspositionen sind auch Väter von Töchtern oder sind mit Frauen verheiratet. Also die grundsätzliche Unterstellung, Männer würden das tolerieren, muss ich natürlich zurückweisen. Trotzdem ist es gut, dass jetzt mehr und mehr Frauen in Führungspositionen sind. Das schafft mehr Ansprechpartnerinnen auch für Betroffene. Das halte ich für wichtig. Würden Sie heute eine Wiederholung von Wedel-Serien im Programm stoppen? Also ich würde in der nächsten Zeit es nicht wiederholen. Ich bin aber immer vorsichtig zu sagen, ein künstlerisches Werk wird überhaupt nicht mehr gezeigt. Ich finde, das sollten wir noch mal gründlich diskutieren. Übrigens auch mit Frauen gründlich diskutieren. Denn da sind viele Energien reingeflossen. Nicht nur die von dem Regisseur. Viele haben da mitgespielt und das waren herausragende Mehrteiler, die wir dort. Man muss die Kunst auch vor einzelnen Künstlern schützen, denke ich. Das wäre die nächste Frage. Auch nochmal an Frau. Aber nochmal die nächsten Monate auf keinen Fall. Yeah. Das wäre dann wirklich eine Retrospektive Wedel. Ja, jetzt. Was sind die Konsequenzen? Und da spielt das vielleicht mit rein. Kevin Spacey ist auch mit dem Vorwurf konfrontiert, Missbrauch betrieben zu haben und ist im Grunde genommen am Ende seiner Karriere. Er findet in der Öffentlichkeit nicht mehr statt. Er wird aus einzelnen Serien herausgeschnitten. Ist das richtig oder falsch? Ich glaube, da kann man gerade nicht sagen, ob was richtig oder falsch ist. Es ist wichtig, dass es Konsequenzen gibt. Ich weiß nicht, was daran jetzt so lustig ist. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Ich finde es wirklich, wirklich extrem schlimm. Also, dass Sie wirklich befürworten... Dass ein Mann, der wirklich auch ja nicht nur eine Person belästigt hat, sondern auch nachhaltig über Jahrzehnte immer wieder junge Männer belästigt hat, sexuell, was auch bekannt war, auch wieder so ein offenes Geheimnis. Dass man den rausschneidet aus einem Film und die Filme nicht mehr zeigt. Ja, Sie dass sagen, er Konsequenzen erfahren muss für dieses Verhalten, das ist wohl logisch. Weil so. Wenn wir das nicht tun, dann weiß ich nicht, wo wir als Gesellschaft irgendwie hinkommen, als uns das irgendwie egal wäre. Ja. Frau Plasköhler, Sie sagen vielleicht auch wie Thea Dorn, die hat geschrieben, in der Kunst muss auch das Abtrünnige oder das Abgründige, nicht das Abtrünnige, das Abgründige möglich sein. Und der Kunst muss man das auch zugestehen. Auch wenn es von einem Menschen stammt, der andere in Abgründe. Ich finde, man muss, also wie immer oder wie überall in dieser Debatte, fehlt einfach die Differenzierung. Ja? Ich würde sagen, natürlich darf ein Künstler sich nicht so etwas herausnehmen, wie es jetzt Dieter Wedel unterstellt wird. Ja? Das geht natürlich überhaupt nicht. Aber davon unterscheiden muss man doch das Kunstwerk. Also wie viele Kunstwerke sind von Künstlern geschaffen worden, die Mörder waren, die vergewaltigt haben, Caravaggio. Also wirklich, man könnte jetzt ohne Ende Beispiele aufzählen. Und wenn man jetzt anfängt, diese Bilder abzuhängen, Galerien leer zu räumen, was jetzt passiert, ja, wenn ein Künstler verdächtigt wird oder von einer Frau angeklagt wird, du hast mich aber sexuell genötigt, wird plötzlich die Galerie leer geräumt, dann wird plötzlich eine ganze Ausstellung irgendwie zensiert. Ja? Und da finde ich, da geht es zu weit. Und ich möchte jetzt wirklich noch einen Punkt sagen zur sexualisierten Gewalt und zu meiner Welt. Ja? Sie haben ja nach meiner Welt gefragt, in der ich lebe. Oh, jetzt kommt die Retoure. Ich lebe in einer Welt, ich bin wirklich sehr viel in Männerdomänen unterwegs, sehr viel. Ich habe noch nie, wirklich noch nie, das, was ich sexualisierte Gewalt nennen würde, habe ich in diesen sehr unterschiedlichen Männerdomänen noch nie erlebt. Das freut mich für Sie. Was ich erlebt habe, natürlich, wie wahrscheinlich jede andere Frau auch, ist eine Situation, die ich als Belästigung empfinde. Das kenne ich. Aber ich würde immer sagen, dass durchaus von dem Mann das als Verführung gedacht ist. Ja? Und ich aber in meiner subjektiven Position, weil ich den Mann vielleicht nicht attraktiv finde, weil die Situation nicht passt, ich empfinde das als Belästigung. Das heißt, ich weise ihn zurück. Und da sind wir aber bei einem interessanten Punkt. Man kann nämlich so klar nicht sagen, was ist jetzt sexualisierte Gewalt, was ist Belästigung, was ist Verführung. Das ist letzten Endes, ist jede Verführung ist in der Gefahr, vom anderen als Belästigung wahrgenommen zu werden. Und wenn man eine Gesellschaft will, in der es keine Belästigung gibt, dann gibt man die Freiheit dieser Gesellschaft auf.
Welche Freiheit haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt die Freiheit der Männer zu belästigen. Das ist die sexuelle Freiheit, die wir gerade haben. Sie haben es selber gesagt, wo die Lust der Frauen nicht im Zentrum steht, sondern tatsächlich der männliche Anspruch im Fokus steht. Nein, wir haben die Möglichkeit. Deswegen landen wir bei der Sexismusdebatte immer auch bei der Frage, was dürfen Männer noch, anstatt festzustellen, hey, das passiert Frauen im Jahre 2018 eben immer noch, dass sie sexualisierte Gewalt und Sexismus erfahren müssen. Ich habe aber die Möglichkeit als Frau, mich in Situationen, die ich als Belästigung empfinde, zu wehren. Wenn ich diese Möglichkeit, wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, dann handelt es sich tatsächlich um sexuelle Gewalt. Ja? Und die ist strafbar und da ist überhaupt nichts zu reden. Endet die Debatte. Mhm. So. Genau. So, und dann sind wir. Der Anspruch, dass ich immer alle wehren müsste, ist doch schon so falsch. So, ich wollte noch mal einmal fragen, ob es mit dieser besonderen Branche zu tun hat, Frau Thielemann. Sie haben mal gesagt, diese ganze Branche ist krank. Was ist so anders an Film und Fernsehen? Was ist da so besonders? Na, ich glaube schon, dass das ein branchenübergreifendes Problem ist. Okay. Aber vielleicht lädt die Filmbranche dazu ein, weil eben auch Äußerlichkeiten eine Rolle spielen, weil Erotik eine Rolle spielt und so. Und trotzdem ist es aber so, um auch auf das, worüber Sie gerade gesprochen haben, nochmal zurückzukommen, gibt es doch eine ganz klare Grenze, die auch jeder Mann, der halbwegs Verstand hat, selber weiß, wo eine Anmache aufhört und wo wirklich ein sexueller Übergriff beginnt. Also jeder kennt doch eigentlich die Linie, der klar im Kopf ist. So, und trotzdem nochmal, also Film, Theater, Werbung, Mode, da muss man fit sein, schlank sein, sexy aussehen und zwar in jeder Sekunde und in jeder Situation. Lädt allein das schon ein oder ist das schon der Beginn sozusagen eines gefährlichen Pflasters? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, da gibt es das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Hier geht es um ganz konkrete Vergewaltigungsfälle. Und das hat für mich, das kann man nicht in einen Topf werfen. Okay. Woher kommt das, Giovanni Di Lorenzo, dass erfolgreichen Männern, die Macht haben und Geld, auch noch zusätzlich es ein Bedürfnis ist, Frauen zu erniedrigen? Ich finde, dass wir aus der Debatte nur gut rauskommen, wenn wir differenzieren. Dass erfolgreiche Männer sexualisierte, also den Ausdruck nehme ich zurück, weil ich noch nicht so richtig verstanden habe, was Sie damit meinen. Aber ich erkläre Ihnen gerne. Dass sie Frauen sexuell bedrängen, das ist eine Verallgemeinerung, die meines Erachtens nicht zulässig ist. Die allermeisten Chefs, die ich bislang kennengelernt habe, die würden sich das erstens nicht herausnehmen und zweitens auch, wenn Fälle bekannt werden würden, auch entschlossen handeln. Insofern glaube ich, ist heute auch ein anderes Klima da, um solche Vorfälle anzuzeigen. Ja? Mhm. Und wissen Sie, in diesem Fall Wedel, das, was Sie gezeigt haben als Verteidigung, das sind auch Teilwahrheiten, die dazu gehören. Das war ja das Erstaunliche ist ja an dieser Geschichte, dass er offenbar, wenn die Vorwürfe alle stimmen, ein erstaunlich feines Gespür hatte dafür, mit wem er das machen kann und mit wem nicht. Die prominenten Frauen, da gab es mal einen Versuch, einen dummen Spruch und dann hat das gelassen. Er hat sich sehr gerne Berufsanfängerin genommen, er hat sich Menschen genommen, die in dieser Situation, in dieser Lebensphase noch sehr labil waren und hat ihnen auch gedroht. Das ist und sie eingeschüchtert. Und das ist jetzt nicht nur das Zeugnis der einzelnen Frau, sondern es gab so viele Zeugen, die wir auch beschrieben haben, bis hin zu einem Mann, der daneben stand, als Dieter Wedel eine Frau da angebrüllt hat, was sie sagen soll, um diese Verletzung zu kaschieren. Verstehen Sie? Erst diese Fülle an Details haben uns dann bewogen, das zu veröffentlichen. Ich plädiere dringend dafür, weiter zu differenzieren. Die Aufklärung ist schwierig. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass das ZDF das tun will. Man muss aber auch eine Information noch nachliefern. Beim ZDF werden, anders als wohl beim Saarländischen Rundfunk, die Akten nach 10 Jahren geschreddert. Es existieren also nur noch einzelne Akten und Revisionsberichte. Das heißt, es kann sein, dass sie sehr gewissenhaft prüfen und doch das, was möglicherweise mal festgehalten worden ist, gar nicht mehr in ihren Unterlagen ist. Mhm. Wollt ihr den Gedanken noch mal aufnehmen von Frau Flaßpöhler? In dieser Debatte hat man den Eindruck, noch mal, Frau Thielemann, dass die Frauen dargestellt werden als hilflos, als wehrlos in dieser Situation. Waren und sind sie das wirklich? Also diese Frage ist Ihnen wahrscheinlich auch schon 1000 Mal gestellt worden. Ist es zu sagen ist es ein gutes Signal zu sagen, ich war außerstande in irgendeiner Form
mich zu wehren. Sie haben es ja sogar getan, aber Sie haben es anschließend sozusagen juristisch nicht getan. Ja, ich konnte immerhin das Übelste verhindern, dass er mich nicht vergewaltigt hat und konnte mich aus freien Stücken aus der Situation befreien und habe das für mich auch aufgearbeitet. Viele andere Frauen konnten das aber nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir heute klare Regeln haben, dass Menschen, die solche Machtpositionen haben, denen überhaupt gar keine Chance gegeben wird, diese in der Form zu missbrauchen. Wenn sich heute Frauen wie Dagmar Berghoff, wie Sonja Kirchberger, wie Ingrid Steeger zu Wort melden und sagen, Frauen haben sich Dieter Wedel im Grunde genommen ständig auf den Schoß gesetzt, der hätte das gar nicht nötig gehabt, sich so zu verhalten. Spielen Frauen die Spiele ihrer Unterdrücker manchmal auch mit, und zwar freiwillig? Das weiß ich nicht, das gibt es sicherlich, aber ich, von den Frauen, die hier betroffen sind, ist das definitiv nicht so. Und für die spreche ich, dass denen Gehör verschafft wird. Sex kann auch eine Waffe sein, Frau Wieczorek. Wie oft begegnet Ihnen dieses Argument, dass Frauen das auch bewusst einsetzen und mit ihren Reizen nicht zurückhaltend sind? Da wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, sehr häufig, weil es natürlich dann immer wieder die Möglichkeit gibt, die Schuld auf die Frauen wieder abzulenken, anstatt tatsächlich, dass wir auf die Täter gucken, die eben diese Taten ausüben. Mhm. Und insofern, was jetzt gerade beschrieben wurde mit den anderen Frauen, die sich eben zu Wort gemeldet haben, die haben vielleicht diese Erfahrung nicht gemacht, aber letztendlich zeigt das auch, dass sie natürlich auch diesen Sexismus verinnerlicht haben. Also, dass auch Frauen diese Botschaften verinnerlicht haben, dass sie irgendwie eine Schuld daran haben müssen, wenn sowas passiert. Das ist ganz, ganz stark. Und gerade Frauen benutzen dann solche sogenannten Vergewaltigungsmythen, wie ich muss mich nur an bestimmte Regeln halten, dann passiert mir sowas nicht. Natürlich auch, um so einen gewissen Selbstschutz diesbezüglich aufzubauen. Mhm. Bekamen Sie, Benedikt, schon eindeutige Angebote, würde ich gerne fragen. Und zwar in einer Situation, die im Grunde eben eine Arbeitsbeziehung ist. Also ist Ihnen sowas passiert? Wie verhindern Sie so etwas? Nee, eindeutig nicht. Und ich will auch noch dazu was sagen, zu dieser Frage, ob das dieser Branche inhärent ist. Es gibt gute Gründe, warum wir jetzt über diese Branche sprechen. Und ich will überhaupt nicht per se jetzt auf andere Branchen schauen, sondern wir müssen genau gucken, was machen wir hier? Was sind die Mechanismen? Was bietet man an, dass das so nicht wieder passiert und überhaupt nicht wieder passiert? Welche Art von Ansprechpartnern gibt? Ich bin der festen Meinung, dass das nicht nur ein Phänomen dieser Branche ist. Und ich glaube, ein Teil und ich hoffe auch ein Ergebnis dieser ganzen Debatte ist, dass es sich eben generell als Klima ändert und auch in den Möglichkeiten, das zu reflektieren. Dass Fragen, die wir jetzt in der Branche diskutieren, wer sind Ansprechpartner, was sind Kommunikationswege, auch einen Transfer haben. Weil im Guten wie im Schlechten macht die Popularität der Beteiligten, der Opfer, der Täter hierbei, das sozusagen publikumsträchtiger, kann ich in dem Fall sagen. Aber ich finde es ganz entscheidend, und da ist es für mich auch gesellschaftsrelevant, dass der Transfer nicht dabei stehen bleibt, dass belegartige Dinge unternommen werden und es dann wieder veräppt. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich hoffe, dass in dem Sinne sozusagen es ein Ergebnis hier gibt. Und dann fragen wir genau nach der Gesellschaft, Giovanni Di Lorenzo. Wir reden gerade über die Filmbranche. Aber gibt es diese Weinsteins nicht auch in den Banken, in den Konzernen, in den Verlagen, in den Krankenhäusern, in den Universitäten? Hat Frau Wieczorek recht, dass wir es mit einem immer noch vorhandenen, hässlichen gesellschaftlichen Befund zu tun haben? Ich glaube, aber das ist jetzt reiner Glaube. Ich glaube, dass es solche Persönlichkeiten gibt, die auch schalten und walten können, als seien alle andere ihre Untergebenen und ihre Sklaven. Mhm. Aber auch hier sage ich, wir müssen die Fälle kennen. Es nützt nicht, einen allgemeinen Verdacht auszusprechen. Und Wedel, das muss man sagen, die Debatte hier hat sehr spät eingesetzt, welche sind denn die realen Namen? Wedel ist der erste Name, der genannt worden ist. Ich bin sehr skeptisch, ob man verallgemeinern darf. Es gibt auch einen Riesenunterschied. Die meisten Menschen lernen sich in Deutschland immer noch am Arbeitsplatz kennen. Und das ist auch, finde ich, völlig okay. Die meiste Zeit verbringen ja, oder einen großen Teil der Zeit, die Leute auch am Arbeitsplatz. Jeder darf sich in jeden verlieben und sich einlassen, auf wen er möchte. Die Trenngrenze ist, die rote Linie ist, wenn Machtmissbrauch da ist. Machtmissbrauch da ist da, wenn jemand seine Vormachtstellung dazu ausnutzt, eine Frau zu nötigen, sie zu schikanieren, zu demütigen, ihren Nachteile zuzukommen, wenn sie sich nicht darauf einlässt. Aber ich finde, das sind eben große Unterschiede. Und ich glaube, dass diese Debatte, jetzt darf man nicht mal mehr mit einer Frau
im Fahrstuhl fahren, ohne sich der Gefahr auszusetzen, fürs Leben durch Rufmord zu ruinieren, dass das eine Debatte ist, die eigentlich komplett aufs Nebengleis führt. Okay. Es geht darum, lass uns anschauen, was passiert ist. Lass uns diese Wand des Schweigens durchbrechen. Mhm. Und ich bin ganz sicher, dass der Mut der Frauen, die jetzt sich offenbart haben, auch dazu führen wird, dass die Aufmerksamkeit heute eine ganz andere ist. Thomas Bellut, muss jemand, der sich über einen mächtigen Peiniger beschwert, nicht auch heute noch fürchten, Karrierenachteile zu haben, respektive seinen Job zu verlieren? Ehrlich gesagt, theoretisch schon. In der Praxis darf das nicht sein. Man kann nur versuchen, dem entgegenzuwirken. Ja. Und am besten ist es, dass man die Regeln klar macht. Sie sagten vorhin, die Grenzen, das hat mich etwas erschreckt, sei nicht ganz klar zwischen dem, was zwischen Mann und Frau geht und was nicht. Also ich glaube schon, Sie hatten das in einem Satz gesagt, dann habe ich Sie vielleicht missverstanden. Nee, mir geht es darum, also, dass ein Einverständnis da ist und das müssen Menschen ausdiskutieren. Da muss eine Kommunikation stattfinden. Das müssen wir als Gesellschaft auch. Dann habe ich Sie missverstanden. Das sehe ich auch so, denn die Regeln sind schon klar. Also ich glaube, jeder weiß, was geht und was nicht geht. Und das wird auch nicht das Miteinander von Mann und Frau beeinträchtigen, glaube ich, ja, wenn man sich an diese Regeln hält. Im Gegenteil, dann wird es uns allen besser gehen. Interessanterweise sagt eine Studie des Familienministeriums, Frau Flasspöhler, dass je prekärer das Arbeitsverhältnis ist, desto größer ist die Gefahr des Missbrauchs. Mhm. Macht ein fester Arbeitsplatz Frauen nicht nur sicherer, sondern auch selbstbewusster, glauben Sie? Ach, das glaube ich ganz bestimmt. Also, und das würde ich auch nie bestreiten, dass es auch Situationen gibt, in denen man aus ökonomischen Gründen wirklich keine Handlungsmöglichkeit hat. Ja? Mhm. Und das würde ich in jedem Fall, und da sind wir uns, glaube ich, hier alle einig, dass das Situationen sind, die überhaupt nicht toleriert werden können und die natürlich auch thematisiert gehören. Mhm. Und sicherlich ist es so, dass wenn jemand wirklich prekär beschäftigt ist und wirklich ökonomisch existenziell abhängig ist, dass es dann schwer bis unmöglich ist, sich dagegen zu wehren. Mhm. Ich glaube aber dennoch nach wie vor, dass diese Situation, wo eine Frau wirklich in dieser Art und Weise in die Enge getrieben wird und wirklich gar nicht mehr handeln kann und wo auch keine Solidarisierung möglich ist mit anderen und nichts, dass das, und da glaube ich, das ist mein Punkt, da würde ich sagen, das ist sozusagen nicht der Sexismus, die sexistische Struktur, die es jetzt zu beklagen gilt, sondern wenn wir über Sexismus reden, dann müssen wir doch reden über materiellen Sexismus vor allem, ja? Lohnungleichheit, zu wenig Frauen in Führungspositionen und so weiter. Und da komme ich jetzt noch mal auf einen Punkt zu sprechen, den wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, nämlich, dass natürlich dieses MeToo und sexuelle Übergriffe und so weiter, das hat natürlich auch so einen gewissen, zumindest für manche Leute, die gerne Boulevardblätter lesen, damit meine ich jetzt nicht die Zeit, einen gewissen Reiz. Ja? Deshalb berichtet man auch so gerne darüber. Ja? Weil das irgendwie, also wenn man so hört, dass so ein Model und dann war der Fotograf und so, diese Geschichten auszubreiten, hat einen gewissen Reiz. Und deshalb glaube ich, dass wir natürlich auch deshalb gerade so viel über sexuelle Übergriffe reden. Mhm. Die Frage ist aber, wie ist das denn faktisch? Ist das wirklich das Hauptproblem, wenn wir über Sexismus reden? Oder sind es nicht vielmehr diese doch nicht ganz so sexy Themen wie eben, dass eine Frau weniger verdient als ein Mann. Da weiß ich jetzt nicht, ob die Zeit dreimal hintereinander riesengroß mit dem Thema aufgemacht hätte. Man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Nicht lassen. Ich finde das falsch, das gegeneinander auszuspielen. Dann geht die Frage auf jeden Fall noch an Wieczorek. Punkt Nummer eins wollen wir nicht vergessen. Wären mehr Frauen in Führungspositionen, würde es, Frau Wieczorek, dann automatisch weniger Belästigungen geben, weniger Anmachen von Praktikanten, weniger, ich weiß nicht, was malen Sie sich aus? Also das ist definitiv auch ein Faktor, natürlich überhaupt ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis in entsprechend allen Gesellschaftsebenen letztendlich ja zu schaffen. Ich meine, das ist bisher nicht der Fall und da müssen wir weiterhin dran arbeiten. Aber das Thema Ungleichheit am Arbeitsplatz war jetzt das, was als Entschuldigung. Natürlich. Ja. Aber das ignoriert zum Beispiel auch, wenn wir uns jetzt nur auf das Arbeitsplatzthema konzentrieren, dass gerade die meiste Gewalt gegen Frauen auch von Menschen aus deren sozialen Nahumfeld kommt. Ne? Also das sind dann die Ehemänner, das sind die Ex-Partner, das sind Familienverwandte, das sind Freunde. Also die das Missbrauch auch. Ja, genau. Also insofern müssen wir auch gucken, auch da spielen wieder Machtverhältnisse eine Rolle. Wir gucken nach den Konsequenzen. Es ist in Deutschland nach den Übergriffen in Köln, liebe Zuschauer, da ist die Kamera, das Sexualstrafrecht verschärft worden im Jahr 2016. Seit 2016 gilt in Deutschland, Nein heißt Nein. Für die Strafbarkeit von sexuellen Übergriffen ist nicht mehr entscheidend, ob Gewalt angedroht oder angewendet wurde.
Auch muss sich das Opfer nicht körperlich gewehrt haben. Für eine Strafverfolgung ist es ausreichend, dass die sexuelle Handlung für den Täter erkennbar nicht gewollt war. Etwa durch eine verbale Äußerung des Opfers oder wenn das Opfer weint. Außerdem wurde die Verjährungsfrist verlängert. Gezählt wird erst ab 30, auch wenn der Übergriff früher stattfand. Erst danach gilt eine Verjährungsfrist von 20 Jahren. So, Giovanni Di Lorenzo, bringen strengere Gesetze mehr Klarheit? Nicht in jedem Fall. Ich glaube, es ist wirklich ein gesellschaftliches Klima. Also der berühmte Fall von Assange, der offenbar nach allem, was bekannt ist, erst Geschlechtsverkehr hatte mit einer Frau und danach gab es noch einen liebevollen und regen Austausch an SMSen und dann 6 Wochen später dann die Anzeige, er hat mich vergewaltigt. Bei Sachen, wo wirklich niemand das nachprüfen und überprüfen kann, da glaube ich, sind strenge Gesetze keine große Hilfe. Aber wir fragen Patricia Thielemann. Frau Thielemann, das, was die eine Frau noch lustig findet, findet die andere schon lästig. Können Gesetze da helfen? Ich glaube, wir müssen Bewusstsein dafür schaffen, dass sich in unserer Gesellschaft etwas ändert. Scharfe Gesetze, ich finde, wir haben, soweit ich das beurteilen kann, sind die Gesetze da. Aber ich glaube, sind jetzt verschärft worden. Sie sind jetzt verschärft worden und das ist gut so. Und ich denke, dass wir einfach noch viel mehr Bewusstsein in unsere Gesellschaft bringen, dass da ein Wandel passieren kann. Und da kann jeder Einzelne was tun, in jeder Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute darüber reden, damit etwas in Gang kommt. Und ich glaube, wenn wir immer wieder anfangen, die Themen zu vermischen, dann ist das schade, weil in dieser tragischen Geschichte liegt auch eine große Chance des Wandels. Des Wandels dieser Gesellschaft. Es gibt Menschen, Frau Flass-Pöhler, die machen sich gerade über die Schweden lustig, weil die ein Gesetz erfunden haben, das vorschreibt, dass es das ausdrückliche Ja beider Partner braucht. Gibt es in Kalifornien auch. Machen die sich zu Recht lustig, die Menschen, die sagen, das geht zu weit, dass vorher eine Einverständniserklärung unterschrieben wird? Ich muss sagen, ich finde es wirklich auch aus mehreren Gründen absurd, aber vor allem auch deshalb, und das betrifft auch das verschärfte Sexualstrafrecht. Also stellen wir uns eine Situation vor, ein Mann und eine Frau sind in einem Schlafzimmer und es steht eine sexuelle Handlung an. Da muss man also erst mal fragen, sollen wir das denn jetzt machen? Ja. Und dann muss man aber ja streng genommen, muss man dann ja auch bei jedem Schritt weiterfragen. Weil ich weiß ja nicht, ob jetzt nur der Kuss gemeint war oder der, weiß ich nicht, das Anfassen der Brust oder der Oralsex oder die Penetration. Das heißt, man muss ja ständig sich neu versichern. Ganz abgesehen davon, dass niemand im Raum ist, der das in irgendeiner Form bezeugen kann. Und ganz abgesehen auch davon, dass ich zumindest nicht jedes Mal vorher erst fragen will und auch nicht gefragt werden will, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass stärkere Gesetze sozusagen in diesem Bereich noch helfen können. Natürlich muss man Menschen vor Gewalt schützen. Ich glaube aber, dass ab einem bestimmten Punkt es viel vielversprechender in einer liberalen Demokratie ist, wenn man wirklich eher beim Individuum ansetzt. Natürlich auch bei der Solidarität, aber vor allem da ansetzt, dass man wirklich Frauen in die Potenz setzt. Die Potenz setzt, Und es ist einfach ein Desiderat. Gegen das Passive in die aktive Rolle. In die aktive Rolle. Und das heißt, man muss wirklich auch endlich mal anfangen, über das weibliche Begehren zum Beispiel zu sprechen. Das ist immer noch eine riesige Leerstelle, Es gibt keine Idee, die sich durch Übertreibung, keine gute Idee, nicht ins Gegenteil verkehren lässt. Wenn wir gesellschaftliche Veränderungen wollen, dann müssen wir möglichst viele Frauen, möglichst viele Männer mitnehmen. Und ich glaube, durch die Strafverschärfung oder durch eine Diskussion, ob man vor dem Geschlechtsverkehr am besten noch einen Vertrag abschließt, werden wir diese doch aber nicht wieder diesen ganzen Quatsch, das mit dem Vertrag, das war doch totale Fake News letztendlich. Das ist eine Forderung, deshalb darf ich darüber sprechen, weil die auch in meinem Blatt erhoben worden ist von einem Kollegen, den ich durchaus schätze. Aber ich glaube, damit bleiben wir in einer ziemlich kleinen Blase und finden nicht den gesellschaftlichen Konsens, der wirklich Veränderungen bewirkt. Wenn Benjamin Benedikt. Ich schaffe es noch. Ich verspreche es bis. Zwei Optionen. Meine Güte. Wenn zukünftig an den Arbeitsverträgen noch solcher Art Hinweise und Verordnungen dranhängen, glauben Sie, das macht Sinn, das würde helfen oder wird man in Ihrer Branche darüber lachen? Nee, lachen wird man ganz sicher nicht darüber. Und das ist auch das Gute an dieser Debatte, weswegen ich sie auch absolut befürworte. Und das ist übrigens auch ein Punkt. Es schien manchmal, als wollte sich niemand positionieren, als hätte die Filmbranche ein unklares Verhältnis zu diesen Fragen, die hier gestellt werden. Ja. Das ist nicht so. Es ist ganz eindeutig nichts, kein Erfolg.
keine Arbeitsweise legitimiert in irgendeiner Art und Weise sexuelle, körperliche oder psychische Gewalt. Mhm. Und insofern werden wir auch genau das weiter tun, was wir übrigens auch gesetzlich machen müssen, aber auch moralisch. Das ist nämlich fragen, wie wir die Arbeitsbedingungen so gut machen, dass es die Foren dafür gibt. Und wenn das auch verträgliche Konsequenzen hat, sind auch die legitim, aber natürlich geht es darüber hinaus in den Debatten, die wir führen. Müssen, Frau Thielemann, Männer einfach von Frauen gesagt bekommen, dass sie sich gerade wie Deppen benehmen? Also ich glaube, Männer spüren das meistens selber ganz gut. Ich glaube, wir müssen die Männer nicht entmündigen. Na gut, manchmal übertreten sie ja auch bewusst eine Grenze und kriegen sie ja, nicht nur nicht mit, sondern wichtig, sie übertreten sie bewusst. Ja, dann ist es schon wichtig, dass wir den Mund aufmachen können und uns wehren können. Und das passiert aber ja auch immer mehr. Also da gebe ich Ihnen schon vollkommen recht, dass auch die Frauen gestärkt werden sollten und dass sie sich selbst respektieren müssen, dass sie überhaupt in der Lage sind, eine Stimme in all dem zu haben. Hat sich die Generation der Männer in Ihren Augen, Frau Wieczorek, tatsächlich schon so verändert? Oder haben wir nach wie vor ein Problem, wie es aus den 80ern und 90ern nun beschrieben wurde? Also wie ich ja schon gesagt habe, letztendlich finde ich das schwierig, das an so einer Generationenfrage festzumachen, weil auch diese Generation lebt das wieder jüngeren Generationen vor. Und solange wir eben nicht an den Kern des Ganzen gehen, nämlich Geschlechterbilder, die eben noch sehr stereotyp sind, die eben Männer in dieser aktiven Rolle sehen, Frauen in dieser passiven und letztendlich die ja auch schon extrem früh anfangen und die auch ganz klar mit diesem Gewaltproblem verknüpft sind, dann werden wir da auch nicht wirklich vorwärts kommen. Und letztendlich sehen wir ja auch aktuell im Grunde weltweit eine Rückwärtsbewegung, was das angeht. Also überall erstarken rechte Parteien, auch in Deutschland. Gerade die haben ein sehr extremes Bild von Geschlechterrollen. Gerade die Frauen werden dann wieder in diese Rolle gedrängt, geh an den Herd, du sollst nur noch Kinder kriegen, etc. Insofern da ist auch noch mal die politische Forderung. Absolut. Politische Forderung, übrigens ganz passend. Heute, 1.2., ist die Istanbul-Konvention in Deutschland endlich in Kraft getreten. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Instrument, um letztendlich uns auch... wir müssen eine gesellschaftliche, politische Strategie gegen Gewalt gegen Frauen entwickeln. Und da ist natürlich die Politik gefordert. Also das können wir alle an unsere Abgeordneten schreiben und das fordern, damit das die nächste GroKo oder was auch immer das jetzt wird, auch entsprechend umsetzt. Aber das würde zum Beispiel dann eben auch so eine Verschränkung bedeuten aus Prävention. Also wir reden ja auch nicht nur, müssen ja nicht nur darüber reden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist sozusagen, sondern wie können wir tatsächlich diese Gewalt verhindern? Hilfsangeboten und Beratung letztendlich. Harvey Weinstein hat sich selber als Dinosaurier bezeichnet. Thomas Bellut, glauben Sie, dass die Zeit der Dinosaurier vorbei ist? Und ja, das glaube ich eindeutig. Ich erinnere mich noch daran, dass 1995 erst eine Frauenbeauftragte im ZDF eingesetzt wurde, was zu vielen Scherzen führte. Ich weiß nicht mehr, ob ich mich beteiligt habe, ich weiß es nicht. Diese Scherze sind weg. Das ist Alltag geworden und es hat unglaublich gewirkt, ja, auch faktisch gewirkt. Es sind immer mehr Frauen in Führungspositionen zu kommen. Allein den Zwang, jedes Jahr vorzulegen, was ist eigentlich passiert in dem Unternehmen, hat die Atmosphäre erheblich verändert. Nein, ich glaube, dass wir schon in einer anderen Zeit leben, aber wir haben heute ja gelernt, auch durch die Blicke zurück, dass du dir nie sicher sein kannst. Wir waren uns völlig sicher, dass so etwas nicht passiert, auch in dieser anderen Zeit. Aber es war nicht so. Und damit muss man sich einfach beschäftigen. Machen wir hier mal einen Punkt. Ich darf mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken für diese Debatte heute Abend, weil sie einen wirklich nach Worten suchen lässt. Auf der einen Seite was Beklemmendes hat und auf der anderen Seite ist man dankbar, das so ausführlich diskutieren zu können. Ihnen allen Dank dafür. Und wir sehen uns nächste Woche nicht, muss und will ich jetzt unbedingt noch sagen, da fallen wir aus wegen Karneval und bei Markus Lanz, auch nochmal so ein Thema, bei Markus Lanz sitzt jetzt unter anderem Armin Laschet. Ich danke Ihnen sehr. Bis übernächsten Donnerstag. Tschüss. Merci bien. Danke.